Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, die beschäftigen uns heute im WDR2 Mittagsmagazin, denn die sind mächtig in der Krise. Fast täglich gehen Spitzen zwischen beiden Ländern hin und her. Es gibt Forderungen und Ansagen auf und von beiden Seiten. Wir haben da zu Beginn der Woche schon drüber gesprochen. Der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und der Justizminister Heiko Maas wollen jetzt den Einfluss des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland beschränken. Sie fordern unter anderem strengere Kontrollen für Vereine und Moscheen in Deutschland, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Partei AKP nahestehen. Mustafa Yeneroğlu ist Mitglied der AKP und Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses des türkischen Parlaments und mit ihm bin ich nun live verbunden. Guten Tag nach Ankara, Herr Yeneroğlu. Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Herr Yeneroğlu, hinter der Politik von Ihrem Vorsitzenden Recep Tayyip Erdogan stehen Sie voll und ganz. Stehen Sie denn auch hinter seiner Rhetorik, wenn wir uns mal seine Worte vom Wochenende ins Gedächtnis rufen und wie er da den Bundesaußenminister angegangen ist? Wie gesagt, wenn man das darauf verkürzt, dann kommt man nicht weiter. Wenn man aber die Geschehnisse auch vor dem Hintergrund der letzten 2 Jahre beobachtet und sieht, welche Angriffe permanent von deutschen Politikern in Richtung der Türkei, auch zur Gefährdung der inneren Sicherheit der Türkei, immer wieder vorgenommen werden, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Was genau wird denn mit Worten aus Deutschland in der Türkei ausgelöst in Sachen innere Sicherheit? Fangen Sie mit der Armenier-Resolution an, absolut unnötig. Fangen Sie damit an, in welcher Form die Terrororganisation PKK in Deutschland Freiraum bekommt. Lesen Sie sich den Verfassungsschutzbericht durch. Dort steht drin, dass im Jahre 2016 an die 180 Militante für die PKK in die Türkei gekommen sind, aus Deutschland rekrutiert oder in welchem Ausmaß die Terrororganisation in Deutschland Finanzmittel generieren kann, rekrutieren kann, darüber hinaus eben größtmögliche Freiräume zur Propaganda hatte. Und das sind alles eben Maßnahmen, die in sehr deutlicher Art und Weise die innere Sicherheit der Türkei gefährden, die täglich Menschenopfer in der Türkei fordern, und da verlangt natürlich die türkische Bundesregierung, wie jedes andere Land das auch genauso tun würde, dass eben die Souveränität der Türkei geachtet wird, dass solche Bestrebungen, die die innere Sicherheit der Türkei gefährden, einfach aber mal... Aber trotzdem nochmal, sind Sie jetzt Befürworter der Worte von Herrn Erdogan oder nicht? Ich bin insgesamt kein Befürworter der Megafondiplomatie. Ich bin insgesamt ein Befürworter dessen, dass man eben die Sachpunkte in den Vordergrund stellt und auf Grundlage eben der Sachthemen miteinander nüchtern diskutieren müsste und dort aber vorankommen sollte. Und ich beobachte auch in den Gesprächen, die Präsident Erdogan mit eben deutschen Politikern, mit der Kanzlerin, mit dem Außenminister in letzter Zeit geführt hat, dass jedes Mal, und zwar in allen Details, genau diese Punkte auf die Tagesordnung kommen, aber auf der anderen Seite die Türkei leider keine Fortschritte erzielt. Nun hat der deutsche Bundesaußenminister, Herr Yeneroğlu, ja angekündigt, den Einfluss ihres Präsidenten in Deutschland einschränken zu wollen, denn seine Rhetorik der Feindbilder, Zitat, sei eine Gefahr für die demokratische Kultur in Deutschland. Das ist so in einem Gastbeitrag im Spiegel zu lesen. Die muslimischen Gemeinden in Deutschland dürften nicht unter den Einfluss Erdogans geraten, heißt es dort weiter. Das ist ein sehr verständlicher Schritt des Ministers, oder? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn eben, man müsste sich mal vorstellen, ohne dass überhaupt in irgendeiner Weise die Sicherheit in Deutschland gefährdet ist, solche Organisationen, die seit 40, 50 Jahren für den sozialen Frieden in Deutschland tätig sind, diese jetzt zu kriminalisieren und auf die Ebene der PKK, einer Terrororganisation, zu reduzieren, zeigt da wiederum, wie felsenfest man in der Überzeugung als Demokrat ist. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann meint er das nicht so. Er sagt ja nur, Einfluss ist immer schlecht und man möchte nicht eine Gesellschaft spalten. Die Spaltung der Gesellschaft, naja, wenn man diese Maßstäbe zugrunde legt und so manche Anstrengungen der Bundesregierung oder anderer mit öffentlichen Geldern finanzierter Tätigkeiten in der Türkei mal beobachtet, dann stellt sich die Frage, dass die Türkei schon längst hätte diese unterbinden müssen, da diese eben auch die innere Sicherheit der Türkei gefährden. Das gilt letztendlich auch für die Art und Weise, wie hier in der Türkei manche Organisationen tätig sind, wohin eben deutsche Gelder
insbesondere im Südosten der Türkei fließen, welche Tätigkeiten so manche Stiftung hier an den Tag legt und insbesondere Journalisten. Also wenn man, das muss man sich mal vor dem Hintergrund vorstellen, was in dem Land passiert. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland haben wir tagtäglichen Terror. Es sterben täglich Menschen. Und es gibt dann darüber hinaus andere, die einen auf Demokrat machen und sagen, die innere Sicherheit interessiert mich nicht. Ich kann eben ausblenden, ich fokussiere auf bestimmte Themen und sehe die Terrororganisation auch nicht als Terrororganisation Herr Nehru, an. Bleiben wir einmal bei den Journalisten, wenn ja, Moment ich, mal, Sie haben mir ein Stichwort, ein wunderbares Stichwort gegeben, denn es sitzen ja noch viele Deutsche im Gefängnis in der Türkei, darunter auch Kollegen von mir, Journalisten eben, Deniz Yücel zum Beispiel, Mihale Tolu. Jetzt sind Sie Menschenrechtsbeauftragter der türkischen Regierung und das Konzept der Menschenrechte geht davon aus, dass alle Menschen allein aufgrund ihres Menschseins mit gleichen Rechten ausgestattet sind. Setzen Sie sich also mit voller Kraft auch für Menschen ein, die bei Ihnen in Haft sitzen und Entscheidungen in den Fällen in Zukunft nicht immer wieder verschoben werden? Zum einen können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, zum zweiten, wenn ich die Maßstäbe, die gerade Heiko Maas und Gabriel in dem Gastbeitrag für Spiegel ansetze, dann hätten wir hier viel größere Probleme. Und gerade da fehlt die Empathie aus Deutschland. Ja, man kann eben sorglos, ohne dass irgendetwas in dem Land passiert ist, in höchstem Wohlstand, in höchster Sicherheit natürlich über Probleme, über Ideale diskutieren und dabei die Türkei kritisieren. Aber wenn man ein bisschen Empathie an den Tag legt, und dann wird man eben auch erkennen, dass man in der Türkei mit der Kritik auch viel besser in der Türkei ankommt und die Leute einem zuhören, was im Moment leider nicht mehr passiert. In Bezug auf die Verhaftungen. Wir müssen einfach eben den Gerichten die Möglichkeit lassen, dass sie ihre Arbeit in Ruhe tun, dass sie transparente Entscheidungen fällen. Und ich habe in der Vergangenheit als Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses mich immer wieder sehr kritisch auch zu den Gegebenheiten, zu den Entwicklungen geäußert. Auf der anderen Seite muss ich aber auch Ihnen vor Augen führen, dass die Türkei eben als Land vor einer riesengroßen Terrorgefahr steht, die eben weltweit in der Form einmalig ist und dabei eben mit allen Möglichkeiten versucht, Sicherheit und Freiheit in einem ausgewogenen Verhältnis zu verorten. Die Meinung von Mustafa Yeneroğlu, Mitglied der AKP und Vorsitzender des Menschenrechtsausschusses des türkischen Parlaments. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im WDR 2 Mittagsmagazin.